Weiter geht's. Ich bin mal gespannt, wie unsere oder ob überhaupt unsere anderen Mitspieler auf die Eroberung und Vernichtung Preußens reagieren. Österreich macht jetzt einen langen Zug. In Brandenburg gibt es erwartungsgemäß die ersten kleineren Probleme. Ich werde sofort den imperialen Palast wieder reparieren, auch das große Arsenal und nach Möglichkeit auch die Militärakademie. Nein, dann zuerst nur die Militärakademie. Die ist wichtiger. Und hier kommt die Miliz natürlich in den Hafen. Und in Brandenburg selbst werden die Truppen noch weiter aufgefrischt. Okay, ein Agent in Hannover hat seine Mission erfolgreich erfüllt. Okay, okay. Trotzdem wäre es ganz geil, wenn er jetzt mal so ein bisschen was kaputt machen könnte hier. Eisenwerkstätten. Jetzt aber. Sehr gut. Hat erfolgreich geklappt. Ah ja, die Arbeiterstreik natürlich auch. So. Und ein neuer Hafen steht. Jetzt ist er endlich fertig. Gdynia, hier in Westpreußen. Und dort werden wir natürlich einen Handelshafen bauen, den dritten. Und ja, dann kann ich auch ein bisschen handeln. Hier, die Nuanita. Jetzt, wo sie... ach nee, wenig ist das hier mit... Ich dachte, die Johanita wären das. Dann können wir uns das Ganze sparen. Dann Venedig vielleicht. Ich wollte eigentlich sagen, jetzt, wo die Johanita auch eine große Provinz haben, Algier, kann man auch mit denen handeln, weil sie dann mehrere neue Provinzgebäude zur Verfügung haben und dementsprechend auch neue Forschungsketten womöglich etablieren könnten. Aber das ist natürlich, da habe ich mich geirrt. Dann nehmen wir Venedig. Die haben jetzt drei Provinzen und könnten vielleicht diese beiden Landwirtschaftsforschungen gebrauchen für vielleicht 1500 Goldstücke. Ja, können Sie. Besten Dank. Und ich rüste hier einen Hafen auf. Und das große Arsenal, das bräuchte nochmal 130 Goldstücke. Da gucke ich mal, ob ich irgendeinen kleinen Staat finde. Italien zum Beispiel. Und den irgendwas Günstiges. Karabiner zum Beispiel verkaufe für zum Beispiel 200 Goldstücke. Da muss man nicht gleich in die Vollen gehen. Ganz genau, das klappt auch wunderbar. Und dann können wir auch alle Gebäude jetzt reparieren. Das große Arsenal eben auch. Und hätten dann hier auch schon die Möglichkeit... ja, 6 Fünderbritten Artillerie zu bauen. Also Berlin ist sehr weit fortgeschritten. Weiter als jede andere Stadt von uns. Die haben sowohl bei der Artillerie als auch beim im restlichen Militär ein Gebäude höher, obwohl wir jetzt hier in Warschau in zwei Runden auch die Militärakademie haben. Aber die haben noch kein großes Arsenal in Warschau. Also da sind die Preußen sehr weit vorangeschritten. Und wir können hier also Briten Artillerie dann ausbilden. Wir können dann, wenn wir die Explosionsladung haben, auch die entsprechenden 12 Fünder Haubitzen ausrüsten. Und wir können hier bereits leichte Dragone ausbilden. Eine sehr, sehr wichtige Einheit. Und eine bei mir persönlich sehr beliebte Einheit. So. Außerdem ist hier in Magdeburg, wie gesagt, das Ding weg. Die Universität. Aber ich werde noch nichts hinbauen, weil mir die Bedrohung durch Hannover noch zu groß ist. Und außerdem habe ich kein Geld. Also nächste Runde geht es dann da weiter. Und ja. Ansonsten... Okay, in Klausenburg sind nicht mal Truppen von den Österreichern. Hier in Moldawien kann unser Katholizismus jetzt wieder ein bisschen mehr werden, sozusagen. Esterniflat? Ne, da sind wir noch nicht. Hier sind wir in Poland, genau. Da sieht es auch ganz gut aus. Und wann ist die nächste Stadt? In 12 Runden Orgule. Hier ist noch 13 Runden bis zum Hafen Pärnu. Dort könnte es sich anbieten, eine Werft tatsächlich mal zu bauen. Und hier kommt natürlich jetzt eine Miliz hin, auch in den zu bauenden Hafen. Und wir werden dann in Westpreußen bei Zeiten und auch in Warschau jeweils eine Miliz ausbilden. Und dann werden wir nächste Runde auch hier in Magdeburg ein Gebäude bauen. Bis dahin sage ich erstmal direkt, weiter geht's. Der Agent geht noch weiter in den Nordosten unseres Reiches.
den ich an die schwedisch-russische Front schicken möchte, um mal zu gucken, was da so passiert. Und wir müssen jetzt überlegen. Ich denke, erstmal eine friedliche Entwicklung wäre ganz gut, um erstmal die Industrie aufzubauen, zu forschen und Armeen aufzustellen, zu handeln. Und dann sollten wir uns am besten gegen Norden wenden, gegen unseren Gegner Schweden. Ob es mit Hannover eine Lösung geben kann, weiß ich noch nicht sicher. Wenn es nach mir ginge, gäbe es die Lösung. Die Schweden blockieren leider unsere Häfen immer wieder. Jetzt auch mit einem einzigen Schiff Berlin. Also wir brauchen wirklich die Werft, um auch ein paar Fregatten mindestens zu bauen. Oder einen Friedensvertrag. Gut. Rostock, wie gesagt, blockiert. Das ist nicht gut. Und hier in Berlin-Brandenburg. Nee, irgendwo muss es einen Aufstand gegeben haben. Die Webhütte wurde zerstört. Okay, das geht natürlich noch. Die kostet Reparatur 1600. Das gebe ich sofort aus. Außerdem baue ich jetzt in Magdeburg, wie gesagt, die Werkstätten. Und ich bilde, wie angekündigt, in Danzig und in Warschau jeweils einmal Miliz aus. So. Dann haben die Schweden noch eine Handelsroute. Nee, die Osmanen noch eine Handelsroute überfallen. Und in Brandenburg häufen sich jetzt die Forderungen. Wenn ich die Steuern abschaffe, würde ich einen Aufstand allerdings nicht verhindern können. Deswegen müssen wir ihn wohl abwarten und dann dementsprechend bekämpfen. Ich hole nochmal ein paar Verstärkungstruppen hier aus Schlesien. Ich denke, die Husare und drei Infanterieeinheiten sind eine gute Wahl. Erstmal, dann haben wir, denke ich, genug Truppen gegen die preußischen Aufstände. Und jetzt müsste eigentlich noch nicht klappen. Nein, ganz knapp würde es nicht klappen. Aber wenn ich jetzt einmal das verhindere, indem ich hier die Truppen hinschicke, dann könnte es klappen. Das ist jetzt sehr interessant. Ich nehme nochmal Truppen. So. Und jetzt lasse ich die Steuern weg. Mist. Minus 2? Wie kann das denn? Das war doch gerade eben minus 1. Das ist ja blöd. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall paar Einheiten aber auch zurück. Nein, du und du zum Beispiel nach Schlesien. Sowas Blödes. Ach, dann habe ich das hier verlesen. Ich dachte minus 1, minus 1. Okay, das sah jetzt ein bisschen... Okay. Ist ja nichts passiert. Wir haben einfach Truppen ausgetauscht. Es bleibt am Ende dabei, dass wir 17 Truppen hier haben. So, der hat jetzt wieder erfolgreich rumgespioniert und kann ja vielleicht sein Glück nochmal probieren gleich. Hier in Hamburg mal die Webhütte in Luft sprengen. Er wurde enttarnt, okay. Und Wahlergebnisse. Das, ja, ist kein Wunder. Das bestehende Kabinett wurde nochmal bestätigt. In Moldawien wurde auch ein Jesuitenkolleg gebaut. Und das Kabinett wurde bestätigt. Deswegen, weil wir natürlich Siege haben und hohe Regierungsbeliebtheit, klar. Der Profit ist ganz ordentlich mit 7400, trotz zahlreicher blockierter Routen. Weil die Schweden jetzt, glaube ich, da sind sie weg. Achso, alles klar, deswegen. Und hier sind sie jetzt mit einer Schaluppe. Na toll. So, hier habe ich gerade gesehen, in Moldawien haben wir jetzt nur noch 4 religiöse Unruhe. Das muss direkt an diesem Gebäude liegen. Und der Katholizismus kommt, ist weiter im Kommen. Und Seminar, das will ich auch noch irgendwann bauen, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe. Genau. Und irgendein Minister hat noch etwas mehr Zufriedenheit für den Adel. Durch eine nette Mätresse. Gut. Spion kommt weiter. Und dankenswerterweise sind beide Städte, Riga und Jelgava, mit Siedlungsbefestigungen versehen. Und ich gucke mal, ob diplomatisch noch irgendwas drin ist. Also Hannover, verbündet mit dem Osmanischen Reich, will immer noch keinen Frieden. Und Schweden, welches gar keine Verbündeten hat, will auch untergehen. Gut. Ja, schade, dass Hannover so unwillig ist zu kooperieren. Das könnte ihnen eine Menge Ärger ersparen. Ich besuche nochmal ganz kurz hier das Rheinland. Hier haben wir auch hannoversche Truppen in Frankfurt, eine kleine Einheit und natürlich eine große Armee in Köln.
Das war auch nicht anders zu erwarten. Die Bayern sitzen hier an der Grenze. Ich glaube, die sind mit Hannover im Krieg. Kann das sein? Ja, Bayern ist mit Hannover im Krieg und mit Frankreich. Kolleg. Mhm. Wohlhabende Webhütte, wohlhabende Eisenwerkstätten, wohlhabendes Theater, wohlhabendes Kolleg. Ja, das ist. Das kann eine sehr reiche Provinz sein, das Rheinland. Stimmt schon. Ja, dann sind fröhlich mit dabei. Und wir warten jetzt nächste Runde einfach den Aufstand ab. Und wenn wir den da geschlagen haben, dann soll es dauerhaft hier besser gehen. Okay, weiter geht's in die nächste Runde. Die Österreicher hatten die ganze Zeit über eine große Armee immer in Böhmen und Mähren. Die haben sie jetzt abgezogen. Finde ich interessant. Und irgendwas ist in Europa passiert. Da ist im Westen gerade irgendwas passiert. Ich kann anhand der Farben das nicht erkennen, wer da was wem wegerobert hat, aber irgendwas ist auf jeden Fall passiert. Na toll. Die Schweden kommen wieder. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht irgendwann Truppen anlanden. Das wäre auch sehr ärgerlich. Und scheiße, Schweden hat Moskau erobert. Ach du Scheiße. Oh je, also Schweden ist noch lange nicht platt. Das Ingermanland wird von Russen tapfer gehalten, aber jetzt haben wir erstmal ein paar Probleme. Hier sind die Schweden und die Preußen. In Brandenburg, genau. Aber ich sehe nur eine einzige Einheit der Preußen hier. Die sollten wir sehr, sehr schnell platt machen können. Automatisch. Jawohl. Die hauen nochmal ab. Das finde ich nicht fair, muss ich sagen. Ich verfolge sie. Und versuche sie mit dem General und der Kavallerie einzuholen. So. Jetzt sind sie komplett weg. Und wir verbinden unsere Truppen. Und das klappt auch. Wir kommen sofort wieder nach Berlin und rüsten die Truppen erneut auf. 1700 kostet der ganze Spaß. Ich baue hier unten in Moldawien ein Seminar. Und guck jetzt erstmal die anderen Meldungen an. Wir haben eine Eigenschaft erhalten. Der ist noch besser bei Landangriffen. Sehr schön. Wir haben Rekrutierungsbericht in Polen und Westpreußen, die entsprechenden Milizen. Hafenblockade hier in Lepaya und überfallene Handelsroute zwischendrin. Die Vereinigten Provinzen und Frankreich haben sich gegenseitig den Krieg erklärt. Und hier hat tatsächlich Holland Flandern erobert. Und ansonsten ist aber nichts passiert. Das war aber das. Holland hat Flandern erobert. Okay. So. Baubericht. Ein Hafen in Westpreußen, Gdynia. Sehr schön. Dann können wir den vielleicht nutzen als Entlastung für die beiden anderen Häfen. Eine Militärakademie hier in Warschau. Sehr, sehr gut. Und ein königliches Observatorium in Vilnius. So, jetzt entwickelt sich doch alles sehr, sehr stark. Und auch gut, trotz der schlechten Neuigkeiten im Osten vor allem. Ich werde erstmal jetzt zwei neue Handelspartnerschaften eingehen. Bei den kleinen Nationen steht uns nur Persien zur Verfügung. Bei den großen Spanien, dann nehmen wir die beiden doch einfach. Spanien zum Beispiel, Handelsabkommen. Jawohl, machen sie dankenswerterweise. Sind ja auch katholisch, das passt also. Und Persien hat auch Zugang. Dann bitte ich drum, mit ihr zu handeln. Das wollen die nicht. Dann gebe ich ihnen noch irgendwas dazu. Ringwender zum Beispiel. Siehst du, und schon läuft das. Also, jetzt haben wir volle Handelspartner. Wir handeln mit allen großen Nationen, mit denen wir nicht im Krieg sind. Also mit 7 großen Nationen. Und wir handeln mit 2 kleinen, mit Westfalen über Landhandel, mit Persien über Seehandel. Und wenn wir uns das mal angucken, sind wir doch recht beliebt, obwohl natürlich jetzt Schwedens Eroberung im Bereich Moskau nicht gut ist. Ganz im Gegenteil. Das können wir so auf Dauer nicht akzeptieren. Ich hoffe, dass die Russen das alleine zurückerobern. Ansonsten schicke ich jetzt mal Truppen, oder schicke ich mal ihn hin, dass er mal guckt. Hier sind ja die Straßen auch bei den Russen und bei uns sehr gut ausgebaut. In 3 Runden ist er da. Ich will wissen, was da vor sich geht. Und Brody, hier haben wir in Galizien und Podolien eine neue Stadt. Hier könnte sich anbieten, was zur Zufriedenheit zu bauen. Hm, wir haben ja auch noch diese Dinge später. Die gehen ja auch auf Zufriedenheit. Ansonsten würde ich wirklich gerne erstmal noch was zum Geldverdienen machen. Werkstätten Weber zum Beispiel baue ich jetzt auch. Und wir haben ja noch eine weitere Stadt. Latschikow hier hinten ganz im Osten. Da. Wenn es
so kommen muss, dass wir das bauen müssen, dann kann ich daher noch eine Poststation bauen. Bis dahin haben wir andere Möglichkeiten, die Leute zufrieden zu halten. Okay. So, erwarteter Gewinn ist bei 4200, das ist in Ordnung. Und nächste Runde bekommen wir dann eine neue Technologie, nämlich die Explosionsladung. Und in Pinsk müssen wir auch noch irgendwann hier ein Dings aufrüsten. Also das ist wirklich wichtig. Kultur? Warum kriegen die denn Kultur? Achso, dadurch. Zufriedenheit mit der Klasse. Das dürfte es wohl wie sein. Ja. Wenn das überall der Fall ist. Okay. Okay, dann liegt das, glaube ich, daran. Alles klar. Also, der Kulturbonus, den gibt es durch die netten Forschungen. Und hier müssen wir dann irgendwann noch eine vierte klassische Uni bauen. Da habe ich ein bisschen Zeit mitgelassen, weil es auch nicht so wichtig war. Und wir auch nicht so viel Geld haben. Ist ja ziemlich teuer, das Gebäude. 4000 Goldstücke. Aber, ja, gut.